grundsätzlich muss die Umsatzsteuervoranmeldung ja innerhalb von 10 Tagen erledigt werden. Also 10 Tage nach einem Quartal oder 10 Tage nach einem Monat. Wenn dir das zu wenig Zeit ist, kannst du diese Frist tatsächlich um einen Monat verlängern. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Umsatzsteuervoranmeldung muss ja immer bis zum 10. des Folgemonats erledigt werden. Also bei dem monatlichen Voranmeldezeitraum immer bis zum 10. des Folgemonats und auch beim Quartal nach Quartalsende hast du immer 10 Tage Zeit, um deine Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben und die Umsatzsteuervorauszahlung zu leisten. Wenn dir das zu viel Stress ist, weil du beispielsweise noch auf Rechnungen wartest oder generell viel im Tagesgeschäft eingebunden bist und deswegen keine Zeit hast, dich um die Umsatzsteuer zu kümmern, dann kannst du diese Frist tatsächlich verlängern und zwar für ein ganzes Jahr, für jeden Monat oder jedes Quartal und zwar mit der sogenannten Dauerfristverlängerung. Das heißt, du stellst einmal im Jahr, meistens am Anfang des Jahres, einen Antrag und dann gilt dieser Antrag, also diese Fristverlängerung, für das ganze Jahr für alle Voranmeldezeiträume. Wie das genau geht, schauen wir uns an. Diese Dauerfristverlängerung beantragst du in der Regel am Jahresanfang. Aber das Finanzamt gewährt dir nicht freiwillig einfach 30 Tage länger. Das Finanzamt möchte stattdessen auch etwas haben, weil das Finanzamt bekommt jetzt ja die monatlichen Zahlungen einen Monat später. Und dafür möchte das Finanzamt eine Art Kaution oder genauer gesagt eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Die zahlst du in der Regel halt am Anfang des Jahres einmalig und verlängerst damit die monatliche Abgabe deiner Umsatzsteuervoranmeldungen jeweils um einen Monat. Und diese Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung beträgt 1/11 der gesamten Umsatzsteuerschuld des Vorjahres. Das heißt, wenn du im gesamten letzten Jahr 11.000 Euro an Umsatzsteuer gezahlt hast, dann beträgt deine Sondervorauszahlung für die Umsatzsteuer 1.000 Euro. Und diese 1.000 Euro zahlst du zusammen mit deiner normalen Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember an das Finanzamt und hast damit dann dir ja, diese Fristverlängerung erkauft. Natürlich bekommst du diese Kaution am Jahresende auch wieder zurückerstattet. Von dieser Regelung gibt es zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist immer dann, wenn du deine Umsatzsteuervoranmeldung quartalsweise machst. Das heißt, du machst sie nicht monatlich, sondern quartalsweise. Dann gibt es nämlich keine Sondervorauszahlung. Du kannst einfach diese Dauerfristverlängerung ja quasi kostenlos beantragen und musst keine Sondervorauszahlung leisten. Das heißt, du beantragst diese Dauerfristverlängerung und gibst dann einfach deine Umsatzsteuervoranmeldungen einen Monat später ab. Die zweite Ausnahme sind Gründer. Gründer haben kein Vorjahr, können also auch nicht 1/11 der Umsatzsteuerschuld des Vorjahres ans Finanzamt zahlen. Aber du musst, wenn du gründest, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und in diesem Fragebogen wirst du nach der voraussichtlichen Zahllast für die Umsatzsteuer im ersten Jahr gefragt. Davon nimmst du halt 1/11. Wenn da zum Beispiel 1.100 Euro steht, dann ist deine Sondervorauszahlung 100 Euro. In der Regel ist es allerdings auch so, dass das Finanzamt mit 0 Euro bei Gründern auch einverstanden ist. Das ist so der Praxistipp. Und für Gründer natürlich auch wichtig, aber auch für alle anderen. Diese Dauerfristverlängerung kannst du auch irgendwann im Jahr beantragen. Also du kannst auch im Juli oder im Mai oder im Oktober den Antrag stellen. Der muss nicht zwingend im Januar gestellt werden. Das heißt, du als Gründer, gründest ja wahrscheinlich nicht am 1. Januar gerade, sondern irgendwann im Laufe des Jahres, du beantragst diese Dauerfristverlängerung halt, wenn du gründest. Wenn du diese Dauerfristverlängerung dauerhaft beantragst, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Irgendwann am Anfang zahlst du 1/11 des Vorjahresbetrags der Umsatzsteuer an das Finanzamt. Du hast quasi die Kaution hinterlegt. Und dann wird dir das Ganze erstattet am Ende des Jahres. Aber wenn du dann wieder eine Dauerfristverlängerung beantragst, wird dieses 1/11 neu berechnet. Das heißt, einmal im Jahr hast du eine Umsatzsteuervoranmeldung mit der Berechnung der Vorauszahlung für einen Monat. Dann wird dir die Sondervorauszahlung vom vorletzten Jahr erstattet. Aber wenn du eine neue Dauerfristverlängerung beantragst, wird wieder das 1/11 des Vorjahres berechnet. Das heißt, das Ganze wird ständig ein bisschen nachjustiert und ein bisschen neu berechnet. Und immer wenn du das einmal im Jahr machst, hast du einfach eine dauerhafte Dauerfristverlängerung. Diese Dauerfristverlängerung kann dir also dabei helfen, dir ein wenig mehr Zeit zu verschaffen. Ich persönlich, nach über 10 Jahren in der Steuerberatung und nach auch über 10 Jahren nebenberuflicher Selbstständigkeit, ja, kann dir raten, das Ganze zu lassen. Also ich würde grundsätzlich von der Dauerfristverlängerung abraten, weil jede gut organisierte Buchhaltung, die ist auch in der Lage, innerhalb von 10 Tagen die Umsatzsteuer ans Finanzamt zu übermitteln. Denn wozu führt diese Fristverlängerung? Dass man das Ganze dann halt einfach einen Monat später erledigt und dann trotzdem in den letzten
drei Tagen den Stress hat. Also diese ganze Dauerfristverlängerung hilft in erster Linie der Prokrastination, aber nicht dabei, wirklich effizienter zu arbeiten. Ich würde dir eher empfehlen, dass du für dich gute Buchhaltungsroutinen entwickelst. Ich würde zum Beispiel Rechnungen immer wöchentlich buchen. Ich habe zu dem Thema gute Buchhaltungsroutinen und was ich vorschlagen würde, schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Deswegen schau da gerne einmal vorbei. Und auch wir von der Comtes Steuerberatung, empfehlen allen unseren Mandanten, das nicht in Anspruch zu nehmen. Wir buchen die ganzen Transaktionen auch schon während des Monats und sind deswegen ja in den allermeisten Fällen ohne irgendwelche Probleme in der Lage, innerhalb von 10 Tagen die Umsatzsteuervoranmeldung vorzubereiten und dir alle Informationen über die Zahlungsdaten zu geben. Deswegen meine persönliche Empfehlung, mach's nicht, aber ich wollte dich in diesem Video einmal über die Möglichkeiten informieren. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir deine Frage zum Thema Dauerfristverlängerung beantworten. Wenn du dazu noch Rückfragen hast oder Fragen zur Sondervorauszahlung hast oder zu irgendwelchen anderen steuerlichen oder buchhalterischen Fragen, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du gerne Unterstützung bei deiner Buchhaltung und deiner Umsatzsteuervoranmeldung brauchst, dann schau dir doch einmal an, wie wir dir gegebenenfalls weiterhelfen können. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Aber du kannst dich natürlich auch erst weiter auf unserem Kanal anschauen und zum Beispiel dieses oder dieses Video anschauen.